Auf dem Göttinger Schützenplatz explodierte eine 10-Zentner-Bombe und tötete 3 Menschen. Sie sollte eigentlich wenig später von Spezialisten entschärft werden. Gleich weiter zu Oliver Deuker, der uns in Göttingen telefonisch zugeschaltet ist. Oliver, Sie sind für uns am Unglücksort. Was hat die Explosion denn dort angerichtet? Ja, das Gelände ist rund 300 Meter um den Unfallort herum abgesperrt worden von der Polizei. Man sieht nicht wirklich viel. Die Einsatzkräfte sind auch noch vor Ort. Umliegende Gebäude sind nach bisherigen Erkenntnissen nicht großartig beschädigt worden. Der Unfall passiert in einem wenig bewohnten Industriegelände und auch die Menschen, die dort drumherum wohnten, wurden evakuiert. Was weiß man denn inzwischen über die Opfer und die mögliche Ursache der Detonation? Ja, man weiß, 3 Tote vom Kampf- und Beseitigungsdienst sind zu beklagen, 2 bis 3 Schwerverletzte, die aber aus der Lebensgefahr sein sollen, und weitere 4 Leichtverletzte. Um 22.30 Uhr sollte die Bombe, eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, in 7 Meter Tiefe liegend, eigentlich entschärft werden. Aber dann um 21.37 Uhr kam es zur Detonation. Eine 10-Zentner-Bombe war das mit einem Säurezünder. Was da schiefgegangen ist, das wird jetzt erstmal ermittelt. Sie haben eben schon gesagt, dass die Gebäude im Umkreis evakuiert worden waren. Was ist denn mit den Menschen, die ihr Zuhause verlassen mussten? Ja, 7000 Menschen mussten ihr Zuhause verlassen. Das war vorher so organisiert worden. 1000 davon haben überhaupt nur die öffentlichen Anlaufstellen aufgesucht. Die anderen sind zu Freunden, zu Bekannten gegangen. Bisher, sagt die Polizei, dürfen die Menschen nicht wieder zurück in ihre Häuser. Das wird aber wahrscheinlich im Laufe der Nacht dann geändert werden. Jetzt sind erstmal noch die Einsatzkräfte vor Ort. Da wird noch ermittelt und man guckt halt und will auch wirklich auf Nummer sicher gehen. Und wenn das alles dann geklärt ist, dann können die Menschen auch wieder in ihre Häuser zurück.